Und hütet euch vor dem Höllenfeuer, das für die Ungläubigen bereitet ist. Was ist eigentlich ein Ungläubiger? Und was zeichnet eigentlich das Gegenteil davon, den Gläubigen, aus? Wenn wir diese Fragen den persönlichen Meinungen der Menschen überlassen würden, hätten wir am Ende wahrscheinlich mehr Antworten als befragte Personen. Einige würden uns sagen, dass Gläubige all jene sind, die Gutes tun, unabhängig davon, woran sie glauben. Andere würden behaupten, dass jeder ungläubig ist, der in irgendeiner Hinsicht dem Islam widerspricht, und sei es durch eine Sünde. Die Menschen würden unaufhörlich darüber diskutieren können. Die Frage darüber, was Glaube und was Unglaube ist, darf deshalb nicht uns überlassen werden. Sie ist allein von Allah subhanahu wa ta'ala zu beantworten, während es unsere Aufgabe ist, seine Antwort so gut es geht zu verstehen. Dabei geht es in erster Linie darum, uns selbst darüber zu vergewissern, ob wir uns zu den Gläubigen zählen können, bevor wir uns darüber Gedanken machen, inwiefern uns der Koran hilft, andere Gläubige zu identifizieren. Unser Werkzeug, um das zu verstehen, ist der Verstand. Und die Quelle für die Antwort ist die Offenbarung, das heißt der Koran und die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Was auch immer Allah in der Offenbarung bestimmt hat, muss von uns ohne Wenn und Aber akzeptiert werden. Denn gerade das zeichnet denjenigen aus, der von sich aus behauptet, ein Mu'min, ein Gläubiger zu sein. Glaube wird im Koran als Iman bezeichnet. Allah subhanahu wa ta'ala spricht in Surah Al-Ma'idah über die Heuchler, die von sich behaupten, Iman zu besitzen, während ihre Herzen nicht glauben. Der Ort des Imans ist also das Herz, und dieser kommt dann zustande, wenn die Person weiß, dass die Offenbarung wahr ist, sie akzeptiert und sich ihr ergibt. Wer nur weiß, aber nicht akzeptiert und sich ergibt, ist kein Gläubiger vor Allah. Iblis wusste nämlich auch, dass Allah wahr ist, wollte aber ihn und seine Eigenschaften, wie sein allumfassendes Wissen, jedoch nicht wahrhaben. Deshalb akzeptierte er das Urteil Allahs nicht, als er subhanahu wa ta'ala ihm befahl, sich vor Adam niederzuwerfen. Iman bedeutet also nicht bloß zu kennen, sondern willentlich zu bestätigen. Denn Iman bedeutet in der Sprache der Araber At-Tazdiq, die Bestätigung einer Sache im Herzen. Und das ist auch der Tafsir der Gelehrten unter den Sahaba, wenn sie über die Verse bezüglich des Iman gesprochen haben. Sie haben die Worte Allahs und die an das Glauben, was zu dir an Offenbarung herabgesandt worden ist, interpretiert als und die das für wahr halten, was sie von Allah erhalten haben. Mit anderen Worten, Iman bedeutet, alles, was Allah und sein Gesandter uns mitteilen, für wahr zu halten, darauf absolut zu vertrauen und keine Unsicherheit über irgendetwas zu empfinden, was uns mitgeteilt wird. Dieser Iman wird anderen Menschen durch das Aufsagen der Shahada, des Glaubensbekenntnisses, deutlich. Darin bezeugen wir, dass es nichts Anbetungswürdiges gibt, außer Allah, und dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandter ist. Das ist also Iman, und das zeichnet einen Gläubigen aus. Kufr, also Unglaube, ist das Gegenstück zu Iman. Es bedeutet, die gesamte Offenbarung oder auch nur einen Teil davon für falsch zu halten, abzulehnen und damit Allah und seinen Gesandten der Lüge zu bezichtigen. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala also sagt, das Gebet ist den Gläubigen zu bestimmten Zeiten vorgeschrieben, und eine Person stattdessen behauptet, das Gebet ist keine Pflicht im Islam, dann hat sie Allah der Lüge bezichtigt. Behauptet jemand, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sei ein intelligenter Stratege, einfühlsamer Ehemann oder genialer Führer gewesen, aber kein Gesandter Allahs, dann hat so jemand damit Kufr begangen. Denn er verleugnet damit die Worte Allahs, Muhammad ist der Gesandte Allahs. Während also unser Iman uns dazu verpflichtet, die Botschaften der Offenbarung für wahr zu halten, ruft uns der Kufr dazu auf, diesen Iman daran abzulehnen und zu verleugnen. Und wer Kufr gegenüber dem Iman betreibt, dessen Handeln ist zweifelslos nichtig. Und er gehört im Jenseits zu den Verlierern. Und deshalb muss man auch verstehen, dass die Übersetzung als Ungläubiger nicht meint, dass der Käfer jemand ist, der an nichts glaubt. Vielmehr glaubt er nicht an das, woran er eigentlich glauben muss, nämlich den Wahrheitsgehalt der Offenbarung Allahs. Wer nicht in der Lage ist, diese beiden Kategorien der Menschen voneinander zu unterscheiden, läuft Gefahr, seinen eigenen Zustand nicht zu erkennen. Das heißt, er könnte meinen, zu den Gläubigen zu gehören, während er bei Allah ein Ungläubiger ist.
Außerdem könnte er anderen Menschen aus dem Kreis der Gläubigen ausschließen, während sie in Wirklichkeit Iman besitzen. Wie es um eine Person tatsächlich aussieht, weiß nur Allah, der Kenner der Herzen. Wir sind nur dazu verpflichtet, nach dem Offensichtlichen zu gehen. Und lässt uns das Offensichtliche erkennen. Und dazu zählt beispielsweise, dass Juden und Christen etwa Nichtgläubige sind, nur weil sie auch an einen Gott glauben. Sie lehnen Allah nämlich, wie er sich im Koran vorstellt, komplett ab, genauso wie seinen Propheten und sein Buch. Wer aber als Religion etwas anderes als den Islam begehrt, so wird es von ihm nicht angenommen werden. Und im Jenseits wird er zu den Verlierern gehören. Iman und Kufr sind somit klare Konzepte im Islam und keine Raketenwissenschaft. Was vielen aber nicht bewusst ist, dass dein Iman auch verloren gehen kann, ohne dass du bewusst aus dem Islam austrittst. Denn die Salaf pflegten zu sagen, die Sünde führt dich zum Kufr, so wie der Fieber dich zum Tod führt. Deshalb sollte jeder seinen Iman von allen Seiten beschützen, denn es ist das Kostbarste, das wir haben.